Begründung des Antrags der Grünen. Das erste Eingang ist verfolgt durch die Fraktion die Grünen, durch den Fraktionsvorsitzenden Al-Wazir. Die Redezeit war vereinbart auf 7,5 Minuten. Bitte schön, Herr Al-Wazir, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, seit der Inbetriebnahme der neuen Landebahn Nordwest sind selbst schlimme Befürchtungen über die Folgen des Flughafenausbaus noch deutlich übertroffen worden. Die Menschen leiden unter der Fluglärmbelastung, sie fühlen sich ihrer Heimat beraubt und völlig zu Recht werden deshalb massive Proteste vielerorts artikuliert, sodass jetzt selbst eingefleischte Ausbaubefürworter ihre frühere Meinung zu relativieren versuchen. Und die Panik bei CDU und FDP muss groß sein, wenn man einen Antrag der Grünen, der um 13 Uhr eingeht, um 15.15 Uhr mit Stimmen von CDU und FDP auf die Tagesordnung setzt. Die Panik könnte etwas damit zu tun haben, dass gestern die Frankfurter CDU einen Oberbürgermeisterkandidaten nominiert hat, der interessante Äußerungen dort am gestrigen Abend getan hat. Aber ich sage Ihnen zu, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, wenn Sie denken, Sie würden dadurch die Debatte loswerden, das wird nicht gelingen. Im Gegenteil, Sie kriegen sie jetzt zweimal, nämlich heute und am Donnerstag bei den Aktuellen Stunden. Boris Rhein hat gestern Abend gesagt, der Frankfurter Flughafen entfalte exorbitante Belastungen, ich zitiere jetzt aus der FAZ, die die Menschen außerordentlich beeinträchtigten. Und so wie es ist in der Lärmbelastung, kann es nicht bleiben. Und ich zitiere weiter, Rhein kündigte deshalb einen 5-Punkte-Plan gegen den Fluglärm an. Und jetzt halten Sie sich fest. Dazu zählte er ein dauerhaftes Nachtflugverbot zwischen 23 und 5 Uhr. Sowie den Einsatz für leisere Starts und Landungen durch veränderte An- und Abflugverfahren. Zudem werde er bei den Luftfahrtunternehmen auf eine Modernisierung der Flotten dringen und dafür kämpfen, dass die neue Nordwestlandebahn zwischen 22 und 23 sowie 5 und 6 Uhr nur dann angeflogen werde, wenn die Kapazität der anderen Bahnen ausgelastet sein. Auf der Nordwestbahn dürften Flugzeuge außerdem nur noch landen, wenn sie eine bestimmte Lärmgrenze unterschritten. Und jetzt nochmal wörtliches Zitat: Der Frankfurter Flughafen muss für Krachmacher ein unattraktiver Flughafen werden. Was für eine Erkenntnis, Herr Kollege Rhein! Was für eine bahnbrechende Erkenntnis! Unser Antrag, der vor Ihnen liegt, liebe Kolleginnen und Kollegen, der gibt Ihnen jetzt von CDU und FDP Gelegenheit, den Worten des Boris Rhein von gestern Abend Taten folgen zu lassen, und zwar jetzt. Er gibt diese Gelegenheit insbesondere den 6 Frankfurter CDU-Abgeordneten, die ja sicherlich gehört haben, was ihr OB-Kandidat und noch Kreisvorsitzender gestern gesagt hat. Er gibt diese Gelegenheit aber auch den 3 Mitgliedern des Kabinetts, die Wahlkreise Main-Taunus-West, Frankfurt-Süd und Offenbach vertreten, nämlich die Kollegen Grüttner, Boddenberg und Wintermeyer, die auch der Landesregierung schon angehörten, als diese Landesregierung beschloss, gegen das Nachtflugverbot zu klagen. Wir wollen, dass Sie den Revisionsantrag sofort zurücknehmen, um ein unübersehbares Zeichen nach Leipzig zu senden, dass Sie das Nachtflugverbot jetzt endlich akzeptieren. Wir wollen, Stichwort Zeiten zwischen 22 und 23 und 5 und 6 Uhr, dass alles getan wird, um diese 6 Stunden zwischen 23 und 5 Uhr auf die 8 Stunden der gesetzlichen Nacht auszuweiten. Wir wollen, dass das Nachtflugverbot, was der VGH vorläufig verhängt hat, strikt kontrolliert wird. Wir wollen aktiv wirkende Schallschutzmaßnahmen, nicht nur in den Tagesrandstunden. Wir wollen, Stichwort, es kann so nicht bleiben, wie es ist, was Boris Rhein gestern sagte,
dass das Steilstartverfahren praktiziert wird. Wir wollen, dass der Gleitsinkanflug regelmäßig zum Einsatz kommt. Wir wollen, dass der sogenannte gebogene Anflug zum Einsatz kommt, damit die Flugzeuge möglichst keine Besiedlungszentren in geringer Höhe überfliegen. Wir wollen die gezielte Bahn- und Routennutzung und dadurch auch Lärmpausen für die betroffenen Menschen erreichen. Wir wollen, Stichwort Herr Rhein, unattraktiver Flughafen für Krachmacher, dass es Gebührenerhöhung für lautere Flugzeuge gibt am Frankfurter Flughafen. Und wir wollen eine absolute Obergrenze, damit die Belastungen nicht immer weiter steigen. Und zu guter Letzt wollen wir auch, dass das Bundesgesetz geändert wird, damit die deutsche Flugsicherung endlich nicht mehr nur die Flüssigkeit des Verkehrs, sondern neben der Sicherheit eben auch den Lärmschutz als vorrangige Aufgabe hat. Alle diese Punkte, meine sehr verehrten Damen und Herren, in unserem Antrag, der Ihnen vorliegt, da müsste Boris Rhein ja eigentlich sagen, da bin ich dafür. Und ich bin sehr gespannt, wie wir über diese 12 Punkte, über die wir, Herr Präsident, bitte einzeln abstimmen wollen, damit hier jeder die Gelegenheit hat, zu zeigen, was er davon hält, damit wir sehen, ob Sie Ihren Worten endlich auch Taten folgen lassen angesichts dessen, was wir hier in den letzten 6 Wochen erleben. Und ich habe ja vorhin kurzzeitig gedacht, als Sie gesagt haben, dass Sie das jetzt hier sofort behandeln wollen, dass jetzt ein großer Coup kommt. Und wir haben kurzzeitig gedacht, ob Sie es verstanden haben angesichts dessen, was los ist, und die Revision zurücknehmen. Und ich muss Ihnen sagen, dass Sie hier nochmal einen Antrag einbringen und jetzt hier abstimmen wollen, indem Sie ausdrücklich an der Revision festhalten. Das ist ein Schlag ins Gesicht der betroffenen Menschen in der Rhein-Main-Region. Und ich will ausdrücklich, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, vielleicht kennen Sie die Revisionsschrift der Hessischen Landesregierung ja nicht. Wenn Sie glauben, dass der von der Hessischen Landesregierung beauftragte Anwalt Dr. Volker Kronefeld, ich habe die Revisionsschrift der Hessischen Landesregierung hier, in Leipzig ist, um Rechtssicherheit zu bekommen, dann irren Sie sich. Sondern in dieser Revisionsschrift, Sie können gerne reingucken, falls Sie sie nicht kennen, da steht nicht drin, liebes Bundesverwaltungsgericht, wir hätten gerne Rechtssicherheit. Da steht drin, liebes Bundesverwaltungsgericht, wir hätten gerne mehr Krach in der Nacht, nämlich 17 Flüge zwischen 23 und 5 Uhr. Es geht nicht um die Rechtssicherheit. Es geht um die Aufhebung des Nachtflugverbots in dieser Revisionsschrift. Und wenn Sie glauben, Stichwort Rechtssicherheit, wenn Sie die Revision zurücknehmen würden, gäbe es kein Urteil. Da irren Sie sich auch, weil es nämlich insgesamt acht Kläger gibt in diesem Punkt. Das fängt an mit der Stadt Offenbach, vertreten durch den Magistrat, und das endet mit dem Land Hessen, bevollmächtigt Rechtsanwalt Kronefeld. Nur von diesen 8 Klägern ist nur ein einziger, nämlich das Land Hessen, für die Aufhebung des Nachtflugverbots. Die anderen greifen die Planfeststellung insgesamt an. Deswegen hören Sie auf, den Leuten Sand in die Augen zu streuen. Ihr Antrag, was Sie in Leipzig vertreten, will mehr Krach in der Nacht, nicht mehr Schutz für die Bevölkerung im Rhein-Main-Gebiet. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie mögen denken, dass Sie durch das Vorziehen von Anträgen irgendein Thema hier wegbekommen. Aber dieses Thema wird nicht weggehen. Und wir werden am Donnerstag erneut über dieses Thema reden. Und wir werden jeden Tag über dieses Thema reden, bis Sie endlich aufhören, den Versuch zu machen, irgendwie Zeit zu gewinnen oder irgendwie über die OB-Wahl zu kommen, sondern bis Sie endlich alles dafür tun, die Menschen im Rhein-Main-Gebiet ein lebenswertes Umfeld zu schaffen und ihnen zu helfen, statt sie zu veräppeln. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Abgeordneter Schäfer-Gümbel, SPD-Fraktion.
leider gar nicht begründet. Es wundert uns nicht, dass die Regierungsfraktionen an der Stelle ein bisschen wortkarg sind. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann da weitermachen, wo Kollege Al-Wazir aufgehört hat. Für diese Debatte und für den Antrag, den Union und FDP heute hier vorgelegt haben, gibt es eigentlich nur zwei Begründungsmöglichkeiten. Entweder pure Heuchelei, oder aber der Versuch, Boris Rhein mit seinen Aussagen von gestern Kiel zu holen. Anders ist das nicht zu erklären, was Sie heute hier auf den Tisch legen. Und dazu will ich ein paar Bemerkungen machen. Kollege Al-Wazir hat das ja eben in aller Deutlichkeit verlesen, was Boris Rhein zur Überraschung von vielen am gestrigen Tag erklärt hat. Und es wundert uns schon, Herr Rhein, dass Sie nicht in der Lage waren, in den letzten 2 Jahren, außer die Erkenntnis ist Ihnen über die letzten 48 Stunden gekommen, was sein kann, weil wir sind das ja mittlerweile von Schwarz-Gelb gewohnt, dass sie sehr schnell Positionen räumen, die sie vorher mit aller Inbrunst vertreten haben. Das sind wir inzwischen von ihnen gewohnt. Aber warum sie, wenn sie das wirklich geglauben, was sie gestern erzählt haben, warum sie hier eigentlich in den letzten 2 Jahren nicht ein einziges Mal ans Podium getreten sind als Mitglied der Landesregierung und genau diese Position vertreten haben, die sie gestern auf ihrem Nominierungsparteitag vertreten haben. Und deswegen bleibt es dabei, das, was hier Union und FDP heute versuchen, ist entweder pure Heuchelei oder es ist der Versuch, sie vollständig Kiel zu holen und zu versenken. Was machen Sie eigentlich mit dem Antrag, den Ihre Freunde hier heute vorgelegt haben? Sie haben gestern gesagt, Nachtruhe ohne Wenn und Aber. Nachtruhe ohne Wenn und Aber. Das, was Ihre Fraktionsfreunde hier alle vorgelegt haben, das ist nur Wenn und Aber. Da ist keine Ausnahme bei dem, was Sie hier vorschlagen. In der Sache, Herr Rhein, bin ich ja froh, dass Sie endlich zur Besinnung kommen. Die Frage ist nur, wie glaubwürdig ist das eigentlich, was Sie hier vertreten? In der Sache wäre ich ja froh, wenn Sie das endlich zu Ihrer Position wieder machen würden. Aber es bleibt dabei, was Kollege Al-Wazir eben formuliert hat. Dann müssen Sie Ihren Revisionsantrag erstens zurückziehen. Mit der Begründung geht es gar nicht. Sie werden damit keine Rechtssicherheit erreichen. Sie werden nur eins erreichen, Sie werden die Menschen weiter auf die Palme bringen. Sie sind frustriert. Ich bin gestern Abend durch Zufall, weil ich relativ spät in Frankfurt gelandet bin aus Berlin, in diese Montagsdemonstration gekommen. Ja, Herr Wagner, jetzt kommen wir gleich zum Punkt. Und natürlich werde ich am Frankfurter Flughafen, wenn ich dort stehe, auch als jemand erkannt, der ausdrücklich und offensiv für den Ausbau des Frankfurter Flughafens steht. Und ich sage Ihnen, auch in diesen Runden stehe ich zu der Position. Aber die Aggression und der Zorn gegenüber all denen, die die Position für den Flughafenausbau vertreten, die ist enorm. Und das habe ich hier bei der Sondersitzung des Landtags ausformuliert, was das bedeutet an Vertrauensverlust. Weil Sie, nachdem Sie ja alle zugestimmt haben, Herr Hahn, 2 Seiten einer Medaille beim Thema Nachtruhe, Herr Bouffier in namentlicher Abstimmung zugestimmt hat, Herr Boddenberg in namentlicher Abstimmung zugestimmt hat, dass die Menschen nicht mehr nachvollziehen, es waren ziemlich viele von Ihnen, die dabei waren, nicht mehr nachvollziehen können, warum Sie gegen Ihr eigenes Versprechen mit allen juristischen Mitteln zu Felde ziehen. Und deswegen bleibt es dabei, ziehen Sie die Revision in Leipzig zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will deutlich dazu sagen, all das, was jetzt diskutiert wird, was der Herr Rhein gestern sozusagen wie Kai aus der Kiste, ohne Kai Klose sozusagen zu nahe treten zu wollen, wie Kai aus der Kiste versucht hat zu vertreten als neue Vorschläge, Steilflugverfahren, neue Linienführung, passiven und aktiven Lärmschutz ausweiten. Das sind doch alles keine neuen Erfindungen. Es war doch alles Ergebnis des Mediationsergebnisses. War alles festgeschrieben. Es war alles fester Bestandteil des Versprechens an die Region. Die Belastung aus Ausbau auf der einen Seite mit Entlastungen auf der anderen Seite zu verbinden. Und deswegen, das ist alles nicht neu. Die spannende Frage ist, warum haben Sie es eigentlich in Ihrer Regierungszeit nicht hingekriegt? Außer dem Ausbau alle anderen Eckpunkte des Mediationsergebnisses nicht umzusetzen. Und deswegen frage ich Sie hier rein. Kommen Sie heute hier ans Podium, erklären Sie Ihre Position. Und Sie, Herr Bouffier, von Ihnen erwarte ich, dass Sie auch hier ans Podium kommen und erklären, ob die Position von Herrn Rhein als Mitglied der hessischen Landesregierung
die jetzt die neue Position der Landesregierung insgesamt ist? Oder ist es die Aufkündigung dessen, was intern passiert? Auch damit könnten wir umgehen. Womit wir nicht umgehen können, ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass Union und FDP versuchen, mit einem wachsweichen Antrag, der wirklich versucht, nach der Entscheidung des VGH in Kassel ernsthaft zu argumentieren, dass es aus juristischen Gründen eine Überprüfung in Leipzig geben müsse. Sie machen es doch längst aus anderen Gründen. Und die Begründungszusammenhänge haben sich längst verändert. Sie argumentieren in den letzten Wochen und Monaten nur noch betriebswirtschaftlich. Nur noch betriebswirtschaftlich, nicht mehr rechtlich. Natürlich ist das so. Sie haben in allen öffentlichen Erklärungen der letzten Monate Ihre Argumentation verändert. Sie haben erst gesagt, Sie wollen die Nachtruhe durchsetzen. Dann haben Sie gesagt, Sie können es nicht, weil es rechtlich nicht funktioniert. Daraufhin hat Ihnen der VGA gesagt, es ist rechtlich möglich, auch weil wir die Voraussetzungen dafür geschaffen haben. Danach haben Sie dann argumentiert, wir müssten das nochmal überprüfen. In den letzten Wochen, meine sehr verehrten Damen und Herren, argumentieren Sie damit, dass es wirtschaftlich für die Airlines nicht mehr darstellbar ist. Und ich habe das hier mehrfach gesagt. Das wirtschaftliche Argument aus Sicht der Airlines ist eines, das ich nachvollziehen kann. Ausdrücklich, dass die Airlines das formulieren, kann ich auch ausdrücklich nachvollziehen. Aber wir haben der Region ein anderes Versprechen gegeben, nämlich Belastung auf der einen Seite mit Entlastungen auf der anderen Seite zu verbinden. Und wir fordern Sie erneut auf, kehren Sie zum Versprechen an die Region zurück. Und deswegen werden wir in der Sache dem Antrag von Bündnis 90 die Grünen zustimmen, in allen Punkten. Ich will allerdings ausdrücklich darauf hinweisen, dass der Punkt der Prüfung, der Ausweitung, der ja auch sehr überraschend kam herein, dass das jetzt von 22 bis 6 Uhr gilt, dass ich gespannt bin, was auch dazu die Erklärung des Ministerpräsidenten, des Wirtschaftsministers ist, wie das eigentlich gehen soll. Oder auch Sie. Wie soll das eigentlich funktionieren, auch angesichts der Setzung, die wir vorgenommen haben? Ich bin sehr gespannt, ob Sie heute in der Lage sind, einmal eine klare Position zu formulieren. Aber ich sage Ihnen am Ende auch noch mal, was nicht geht und wo Sie das Vertrauen in der gesamten Region zerstören und weiter Zorn und Aggression heben werden, ist, wenn Sie versuchen, mit solchen wachsweichen Anträgen, die nichts anderes als der pure Ausdruck von Heuchelei sind, sich zu verstecken in dieser Debatte. Nutzen Sie die Chance, die Herr Rhein Ihnen jetzt gestern gegeben haben. Bekennen Sie sich zum Mediationsergebnis, ziehen Sie die Revision zurück und bringen Sie einen Antrag auf den einen Planfeststellungsbeschluss auf den Weg, der endlich das Mediationsergebnis umsetzt. Das ist das Gebot der Stunde, das ist unsere gemeinsame Verpflichtung. Dazu laden wir Sie herzlich ein. Das Wort hat der Abgeordnete Schaus für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich war gestern bei der 5. Kundgebung der Bürgerinitiativen gegen den Flughafenausbau am Frankfurter Flughafen. Und meine Damen und Herren, ich bin da nicht zufällig reingeraten, so wie Herr Schäfer-Gümbel, sondern ich bin dort regelmäßig zu finden, weil es wichtig ist für uns, und nicht nur ich, sondern meine Kolleginnen und Kollegen von der Fraktion Die Linken, weil es für uns wichtig ist, das aufzunehmen, was sich an Protesten dort entwickelt. In fünf Kundgebungen haben sich die Teilnehmerzahlen von 500 auf nunmehr über 3000 gesteigert. Und die wachsende Zustimmung und Teilnahme an diesen Montagsprotesten ist ein klares Zeichen der Betroffenheit der Menschen in der Region. Ein klares Zeichen ebenso wie die Petition, die dieser Tage von 40.000 Bürgerinnen und Bürgern im Bereich der Nordwestlandebahn im Hessischen Landtag eingereicht wird. Hier entsteht Druck in der Region, hier entsteht Druck aus der Region und hier entsteht vor allen Dingen, meine Damen und Herren, und das ist wohl Anlass für die Debatte heute, Druck aus dem bürgerlichen Lager, aus dem Wahlklientel. Ja? Und insofern ist es klar, was heute CDU und FDP für ein Manöver gefahren haben. Es geht darum, sozusagen diesem Druck mit einem wachsweichen Antrag, der das Papier nicht wert ist, auf dem er geschrieben ist,
in irgendeiner Weise zuzukleistern. Ich glaube nicht, Herr Rhein, dass es Ihnen was nützt, dass es die Bevölkerung in der Tat für glaubwürdig erachtet, dass Sie sich gestern auf Ihrem Nominierungsparteitag hinstellen und für ein absolutes Nachtflugverbot eintreten. Ja, wieso denn erst seit gestern? Wieso denn erst seit der Nominierung, meine Damen und Herren? Dann schauen wir uns doch mal Ihren Antrag an. Ihr Antrag, der wäre gut, wenn er nur den ersten Absatz hätte. Ja, der erste Absatz lautet ja, der Hessische Landtag bekennt sich zum Ausbau des Frankfurter Flughafens und zum Mediationsergebnis. Das Mediationsergebnis schließt das Nachtflugverbot ein. Punkt. Das wäre eine ehrliche Aussage, die Sie bisher nie getroffen haben in diesem Hessischen Landtag und die Sie auch heute nicht bereit sind, sozusagen zu treffen. Weil das, was Sie tun mit Ihrem Antrag, ist ein altbeliebtes Spiel. Sie sagen, die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes hat sich geändert, deswegen können wir ein absolutes Nachtflugverbot leider nicht durchsetzen. Also doch kein Bekenntnis zum Nachtflugverbot. Sie sprechen davon, dass Sie die Revision nicht zurückziehen können, weil es Rechtsfrieden und Rechtssicherheit geben soll, die es hier zu schaffen gilt. Aber meine Damen und Herren, das, was Sie tun von der Koalition, von den Koalitionsfraktionen, ist doch das Gleiche, was Sie in der Vergangenheit in anderer Form getan haben. Sie haben sich bisher hinter den Zuständigkeiten der deutschen Flugsicherung versteckt und gesagt, wir können auf die Flugrouten keinen Einfluss nehmen. Das ist nicht in unserer Kompetenz. Das war immer die Aussage des Verkehrsministers Posch. Können wir leider nichts dafür, das machen die anderen und die haben auch die Entscheidungskompetenz. Jetzt gehen Sie noch einen Schritt weiter mit Ihrem Antrag. Sie sagen, Sie verstecken sich nicht nur hinter der Kompetenz der Flugsicherung, sondern Sie verstecken sich auch noch hinter den Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts. Mit anderen Worten, Sie machen keine eigenständige Politik in der Hoffnung, und das habe ich schon mehrmals gesagt, in der Hoffnung, das Bundesverwaltungsgericht wird das Nachtflugverbot kippen. Bringen Sie hier einen scheinheiligen Antrag ein, indem Sie Ihren OB-Kandidaten sozusagen Flankenschutz geben wollen. Nichts anderes ist das Manöver und die Diskussion, die wir heute hier führen. Meine Damen und Herren, wir haben im September diesen Jahres eine Anfrage gestellt, wo wir da um Auskunft bitten, wie die Umsetzung der Nebenbestimmung, also der Auflagen, die im Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau des Frankfurter Flughafens dann, wie die Nebenbestimmung eingehalten wurden. Und wir sind eigentlich davon ausgegangen, weil die Bahn ja seit 21. Oktober in Betrieb ist, dass wir eine schnelle und kurze Antwort aus dem Verkehrsministerium erhalten, wo drin steht, alle Nebenbestimmungen sind eingehalten. Weil nur auf dieser Grundlage darf die Bahn ja logischerweise in Betrieb sein. Denn wenn nicht alle Auflagen aus dem Planfeststellungsbeschluss eingehalten wurden, dann dürfte die Nordwestlandebahn nie in Betrieb genommen werden. Wir haben zwei Verlängerungen unserer kleinen Anfrage und bis heute nach 3 Monaten keine Antwort aus dem Wirtschafts- und Verkehrsministerium dazu. Warum denn wohl nicht, meine Damen und Herren, frage ich an dieser Stelle. Wieso kann denn das Verkehrsministerium uns nicht mitteilen, dass alle Auflagen mit dem Planfeststellungsbeschluss, mit der Inbetriebnahme der Nordwestlandebahn erfüllt sind? Was ist denn da so schwer daran? Und das will ich Ihnen sagen. Da gibt es nämlich mehrere Probleme. Da gibt es auf der einen Seite das Problem des Vogelschlags, das nach wie vor ungeklärt ist. Denn am 21.11. gab es einen entsprechenden Vorfall, der in den letzten Tagen immer wieder runtergespielt wird und wo wir hartnäckig dranbleiben werden, hier Aufklärung zu verlangen.
Die Hilflosigkeit, meine Damen und Herren, des CDU-FDP-Antrages ist aber auch noch mal klar in der Ziffer 5 zum Ausdruck. Und da nehme ich Sie, meine Damen und Herren, durchaus beim Wort. Wenn Sie schreiben, dass Sie bereit sind, alle denkbaren Möglichkeiten auszunutzen, um eine spürbare Minderung der Lärmbelastung der Menschen zu erreichen. Wenn dies Ihre ehrliche Überzeugung ist, dann fordere ich Sie auf, den Initiativen und den Forderungen der Bürgerinitiativen zu folgen, weil das heißt konsequenterweise, auch unter dem Gesichtspunkt, dass offensichtlich die Auflagen bisher in der Nordwestlandebahn nicht vollkommen erfüllt wurden, das heißt für uns die Stilllegung der Nordwestlandebahn. Das ist die einzige Konsequenz, meine Damen und Herren, die bleibt. Alles andere sind Nebenkriegsschauplätze, sind wichtige Forderungen der Grünen, die wir unterstützen, ohne Fragen. Aber die Bürgerinitiativen gehen darüber hinaus. Sie fordern das Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr. Sie fordern eine Ausweitung der Schallschutzzonen. Und sie fordern eine Verdoppelung der Mittel beim passiven... Herr Kollege, Ihre Redezeit ist zu Ende. Darf ich? Ein Satz. Herr Präsident, ich komme zum Ende. All diese Forderungen finden unsere volle Unterstützung und der CDU-Antrag, der Scheinantrag, nicht. Vielen Dank. Bevor ich die Debatte fortsetze, will ich jetzt nur den formalen Vorgang noch erledigen, dass auf Ihren Plätzen ein dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Kurswechsel der Hessischen Landesregierung am Nachtflugverbot überfällig Wortbruch stoppen, Drucksache 18/50/74. Aufrufe, wird die Dringlichkeit bejaht, das ist der Fall, dann nehmen wir das als Top 60 und rufen es halt jetzt mit auf, wir sind mittendrin. Und dazu hat jetzt das Wort Herr Staatsminister Rhein, bitte schön. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Schäfer-Gümbel, ach, sind Sie aufgeregt, das ist schon erstaunlich. Herr Schäfer-Gümbel hat mich aufgefordert, Stellung zu nehmen, und das will ich natürlich auch tun, nehme die Gelegenheit sehr gerne wahr. Aber lassen Sie mich vielleicht eines vorweg sagen. Ich finde, so wie Sie mit diesem schwierigen Thema umgehen, so werden Sie dem Thema einfach nicht gerecht. Das gilt für die SPD und für die Linkspartei ganz besonders. Wissen Sie, was ich aber noch viel schlimmer finde, ist, dass Sie damit den Menschen in der Region und den Menschen, die echten Belastungen ausgesetzt sind, gerade denjenigen und ihren berechtigten Sorgen nicht gerecht werden, so wie Sie dieses Thema hier führen. Und meine dritte Vorbemerkung, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist, dass Sie es nicht schaffen werden, zwischen mich und dieser Landesregierung einen Spalt zu treiben, weil es keinen Dissens gibt zu dem, was ich gestern hier gesagt habe und was die Position dieser hessischen Landesregierung ist. Deswegen, ich will das auch hier klipp und klar feststellen und festzurren, was ich gestern Abend in Frankfurt am Main gesagt habe. Der Flughafen Frankfurt, da gibt es nichts, was man anders darstellen kann, ist die wirtschaftliche Lebensader unserer Region. Er ist der Grund für den Reichtum und auch für den Wohlstand, in dem wir in diesem Bundesland, in dem wir insbesondere in dieser Region und in dem wir auch in Frankfurt am Main leben. Und auch da gibt es nichts dran zu rütteln, Herr Al-Wazir. Ich habe das gestern gesagt und ich wiederhole das auch hier, aber er entfaltet auch Belastungen, die exorbitant sind. Ich glaube, da kann man nicht drüber hinweg diskutieren. Und diese Belastungen, die er entfaltet, beeinträchtigen natürlich die Menschen, die Fluglärm ertragen müssen in einem erheblichen Maße. Ich glaube, auch das kann man nicht wegdiskutieren. Und deswegen ist natürlich eine berechtigte Frage, wenn die Bürgerinnen und Bürger, die beeinträchtigt sind durch diesen Fluglärm, fragen, was macht ihr für uns? Und da nutzt es nichts, dass man mit unehrlichen Ansagen kommt, wie Kandidaten, insbesondere auch der Sozialdemokraten in Frankfurt am Main. Ich sage und habe das auch gestern Abend sehr deutlich gesagt, wir Christdemokraten in Frankfurt sind immer für den Flughafen gewesen. Wir sind
immer für den Ausbau des Flughafens gewesen. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Und jetzt so zu tun, als wäre das anders gewesen. Und da erinnere ich an Ihre Genossen in Frankfurt am Main, an viele Ihrer Genossen in Frankfurt am Main. Das ist einfach unehrlich. Das macht man so nicht. Das ist genauso unehrlich wie all diejenigen, die so tun, als seien sie immer schon gegen den Flughafen gewesen. Gucken wir uns mal die Wortprotokolle an. Da stellen wir was anderes fest. So ist das. Und die Wahrheit, meine Damen und Herren, ist, auch das darf man bei all dem nicht vergessen, es hat nie, auch nicht in Frankfurt am Main, jemals eine politische Mehrheit gegen den Ausbau des Frankfurter Flughafens gegeben. Das stellt sich fest, wenn man es sich anschaut. Deswegen sollten insbesondere Sozialdemokraten in Frankfurt am Main bei der Wahrheit bleiben. Und natürlich ist es auch so, dass sich gerade diese Landesregierung, die von CDU und FDP getragene Landesregierung, zum Ausbau des Flughafens Frankfurt bekennt. Aber sie bekennt sich nicht nur zum Ausbau des Flughafens Frankfurt am Main, sondern sie bekennt sich klipp und klar zum Mediationsergebnis. Und dieses Mediationsergebnis schließt unter anderem auch das Nachtflugverbot ein. Das ist die Realität, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das muss ich nicht hier vortragen, weil Sie alle Experten sind in dieser Frage. Das natürlich ist aufgrund der Änderung der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes dazu gekommen ist. Und ich füge deutlich hinzu, dass es bislang rechtlich, und ich füge noch einmal hinzu, leider nicht durchsetzbar ist, dieses absolute Nachtflugverbot. Und die Revision gegen das Urteil des VGH Kassel ist deswegen natürlich erforderlich. Da kann man von wachsweichen Anträgen reden, da kann man davon reden, dass das alles nicht stimmt, kann den Leuten irgendetwas vormachen. Die Revision gegen das Urteil des VGH Kassel ist erforderlich, wenn man Rechtsfrieden und wenn man Rechtssicherheit haben will. Das ist doch die Wahrheit. Meine Damen und Herren, wir wollen doch die Revision nicht deswegen, weil wir den Menschen die Ruhe nehmen wollen. Wir wollen doch die Revision deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, weil wir mit der Revision den schnellsten Weg hinbekommen, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit zu haben. Und das sind wir den Menschen schuldig. Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. Einen anderen Weg kann es gar nicht geben. Deswegen sage ich Ihnen sehr deutlich, wer jetzt die Revision zurückzieht, der löst gar nichts. Der streut den Menschen Sand in die Augen. Er verlängert den Zeitraum, um den es geht, bis hin zu einer rechtssicheren Entscheidung. Das ist leider die Wahrheit. Lieber Herr Schäfer-Gümbel, es stimmt doch gar nicht so, wie Sie es vorgetragen haben. Wann argumentierten wir denn irgendwann mal betriebswirtschaftlich in dieser Frage? Wir haben immer mit der Rechtssicherheit argumentiert. Das ist der einzige Grund. Wir haben uns den Weg nicht so leicht gemacht, wie Sie es gemacht haben. Sie stellen sich hin und recken die Faust und sagen, jawohl, wir machen keine Revision, zieht die Revision zurück. Sie machen es sich zu einfach. Das entspricht einfach nicht den Tatsachen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deswegen füge ich das heute hier sehr deutlich hinzu. Wenn das Bundesverwaltungsgericht entscheidet, dass 0 Nachtflüge möglich sind, dann bleibt es beim Ergebnis, beim Mediationsergebnis von 0 Nachtflügen. Und ich zitiere den Fraktionsvorsitzenden der Liberalen Partei. Auf Seite 60, 80 hat er in der Sondersitzung ausdrücklich gesagt, wenn Leipzig sagt, ihr könnt 0 machen, dann werden wir auch 0 machen. Dann wird auch 0 gemacht. Das ist eine klipp und klare Aussage. Ich glaube, das ist eine ehrliche Aussage, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und im Übrigen arbeiten wir an allen denkbaren Möglichkeiten, ich habe sie gestern Abend auch genannt, um eine spürbare Minderung der Lärmbelastung für die Menschen rund um den Tag zu erreichen. Meine Damen und Herren, das ist meine Position, das ist die Position der Hessischen Landesregierung. Da gibt es 0 Dissens, da gibt es überhaupt keinen Unterschied zwischen beiden Positionen. Und ich glaube, das ist, wie man seriös mit diesem Thema umgeht. Herzlichen Dank. Eine kurze Intervention hat beantragt Herr Kollege Grumbach. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Innenminister, niemand wirft Ihnen vor, dass Sie für den Ausbau des Flughafens sind, sondern was wir Ihnen vorwerfen, dass Sie die andere Seite nicht vertreten haben in den vergangenen Jahren, dass Sie eine Koalitionsvereinbarung geschlossen haben, die faktisch die Stadt in der Frage Auseinandersetzung um Lärmschutz gelähmt hat.
liebe Kollegen, leider euer Sündenfall vor Ort, aber damit müsst ihr leben. Das heißt, dass Sie genau in dieser Frage sozusagen eine Position bezogen haben, die der Stadt Frankfurt es unmöglich gemacht hat, sich gegen den Fluglärm zu wehren. Das ist der Vorwurf. So, der zweite Vorwurf ist aber noch spannender. Ein Rechtsanwalt bezieht nicht von sich aus Position. Wenn ein Rechtsanwalt klagt für mehr Nachtflüge, ist sein Auftraggeber verantwortlich. Das ist der Punkt, um den versuchen Sie gerade rumzureden, und dafür müssen Sie Verantwortung übernehmen. Zunächst hat das Wort Herr Abgeordneter Rentsch für die Fraktion der FDP. Ich habe Sie nicht verstanden. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn man die Debatte so verfolgt, und wir werden das ja in der nächsten Zeit im Rahmen des OB-Wahlkampfs noch häufiger haben, dass der OB-Wahlkampf in diesen Landtag getragen wird, dann habe ich das Gefühl, nee? Ja. Meine Damen und Herren, man sieht daran, und ich glaube auch alle Bürger im Land sehen, was Sie für tolle Anwälte Ihrer Position sind, meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Sie sich teilweise hier aufhören. Aber es ist ja wirklich sehr entlarvt, und deshalb will ich mich auch in der Debatte eigentlich auf die Sozialdemokraten konzentrieren. Weil, dass die Grünen kein Anwalt dieses Flughafens sind, ist doch von Anfang an klar. Die Grünen haben alles gemeinsam mit der Linkspartei getan, um diesen Flughafen zu verhindern, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das wirtschaftliche Rückgrat dieses Landes zu verhindern. Und deshalb, glaube ich, scheiden Sie für uns als Ansprechpartner in dieser Debatte schon mal aus. Aber Herr Kollege Schäfer-Gümbel, ich will mich auf Sie konzentrieren. Ich glaube, dass die Sozialdemokraten ja eine Partei sind, die sich immer auch für den Flughafen eingesetzt hat. Und ich glaube, dass es doch heute in dieser Debatte, und das ist auch das, was Innenminister Rhein auch als OB-Kandidat in Frankfurt formuliert hat, dass es darum geht, dass wir all das tun, was möglich ist, um den betroffenen Menschen auch durch den Ausbau, die betroffen sind, jetzt zu helfen, meine Damen und Herren. Nein, und Frau Kollegin Faeser, es reichen nicht nur Symbole und heiße Reden. Wir brauchen auch Lösungen, die rechtlich möglich sind. Und das unterscheidet uns. Es ist doch abstrus zu glauben, mit Veranstaltungen oder Fraktionssitzungen vor Ort den Leuten Sand in die Augen zu streuen und zu suggerieren, wenn Herr Al-Wazir vor Ort ist, wird der Fluglärm leiser, meine Damen und Herren. Dieser Blödsinn ist mit uns nicht zu machen. Und deshalb hat Kollege Rhein recht, als er sich gestern geäußert hat. Nein, es ist, meine Damen und Herren, es ist eben nicht so einfach. Es ist eben nicht so einfach. Es gibt ein Problem, und Rot-Grün legt ein Programm auf, nimmt Geld in die Hand und hilft den Leuten. Das, was wir jetzt haben, meine Damen und Herren, ist eine Situation, wo eigentlich auch Sozialdemokraten, Kollege Schmidt, wo auch Sozialdemokraten sagen müssten, ja, wir wollten den Ausbau dieses Flughafens, weil wir die wirtschaftliche Prosperität unserer Region weiter voranbringen wollen. Aber wir erkennen, dass die Belastung der Menschen erheblich sind. Und in diesem Spagat bewegen wir uns. Und ich gebe zu, ich bin dankbar, dass wir als Wirtschaftsminister keinen Lautsprecher haben, der durch die Gegend läuft und den Leuten irgendwas verspricht, was er nicht halten kann, sondern dass Dieter Posch sauber, sorgfältig und rechtlich abgewogen versucht, Lösungen zu erarbeiten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Und Herr Kollege Schäfer-Gümbel, es ist eben nicht so. Es ist nicht so, dass es zurzeit eine betriebswirtschaftliche Debatte gibt. Ich habe Ihnen vorhin zugerufen und ich erwarte das auch, dass Sie uns mal vorlegen, weil Sie ja gesagt haben, auch die Reden des Wirtschaftsministers, werden Sie uns mal schriftlich vorlegen, dass es eine betriebswirtschaftliche Debatte ist. Ist doch Blödsinn. Dieter Posch hat immer darauf hingewiesen, auch noch in Oppositionszeiten, dass die Frage des Mediationsergebnisses, dass wir Nachtflüge null wollen, aber die rechtliche Genehmigung, die alle rechtlichen Grundlagen, sowohl Gesetze als auch Rechtsprechung, umfassen muss, das Planfeststellungsverfahren, dass das zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Und Sie haben recht, da bin ich bei Ihnen, das hilft den Betroffenen nichts. Aber es tut mir leid, der Gesetzgeber kann sich eben nicht verhalten wie jemand am Stammtisch und alles, was rechtlich notwendig ist, über Bord zu werfen. Wir sind verpflichtet, Recht und Gesetz einzuhalten, meine Damen und Herren. Wer soll es denn sonst tun, wenn es nicht der Gesetzgeber macht? Wer soll es denn sonst tun? Und ja, wir... Das ist so. Mir wäre auch wohler, ich könnte den Leuten einfach sagen, wir machen das, weil wir politisch das so wollen, das so und so.
Aber so geht es doch nicht. Und so viel Verantwortung müssen es doch wenigstens Sozialdemokraten, Christdemokraten und Liberale in diesem Haus haben, dass wir nicht den Grünen auf den Leim gehen, meine Damen und Herren. Darum geht es doch. Die Grünen sind doch kein Anwalt dieses Flughafens. Die Grünen versuchen, ihre 20% auf diesem Flughafen zu begründen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist die Realität. Und, so auch. Und deshalb, nein, Herr Kollege Grumbach. Ja, ist doch klar, ist doch klar. Wissen Sie, das ist immer spannend. Es ist immer spannend, wenn es dann um die Realität geht, was man machen kann, dass Sie dann sozusagen polemisch werden und sich auf Ihren Umfrageergebnissen ausruhen, Herr Kollege Al-Wazir. Ganz ehrlich gesagt, ich freue mich auf Wahlen, weil Wahlen sind letztendlich die Voraussetzung dafür, ob man zusammenarbeiten kann oder nicht und für die Voraussetzung, ob man in diesem Landtag eine parlamentarische Zukunft hat. Diesen Wettstreit nehme ich gerne an. Da werden wir mal sehen. Aber lassen Sie mich abschließend sagen, ich hoffe nicht, dass wir so schlechte Wahlergebnisse haben wie Sie, Herr Grumbach, in der SPD und in Frankfurt. Das hoffe ich, geht an uns vorüber, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und deshalb bleibt es dabei, ja, wir sind bemüht, die Fraktionen von CDU und FDP, aber auch die Mitglieder dieser Landesregierung, den Menschen schon zu sagen, dass wir ihnen helfen wollen, aber dass es ein schwieriger Weg ist. Und dass wir eben nicht Patentrezepte haben, wo man einfach die Schublade aufmacht und sagt, so und so geht es. Und ich glaube, dass es in der Sache auch sogar Gemeinsamkeiten gibt. Bei der Frage, was kann man bei Anflugverfahren machen, was kann man technisch machen? Kann die Fraport sozusagen über ein weiteres CASA-Programm Betroffenen in den betroffenen Orten helfen? Das sind doch alles Diskussionen, die wir jetzt führen. Die Taskforce, die eingerichtet worden ist, beschäftigt sich doch auch gerade damit. Herr Kollege Al-Wazir, dass Sie kein Interesse daran haben, dass wir Erfolg mit der Sache haben, das wissen wir doch. Aber hören Sie doch ständig auf, die Arbeit der Landesregierung zu torpedieren an dieser Stelle. Wir bemühen uns redlich, den Leuten zu helfen. Sie wollen doch eigentlich gar nicht, dass wir den Menschen helfen. Ist doch das Letzte, ja, ist doch das Letzte, was Sie wollen. Ja, ja, genau. Herr Al-Wazir, beruhigen Sie sich, gehen Sie auch zurück auf Ihren Parteitag, da klatschen die Leute wenigstens, wenn Sie reden. Hier ist der Applaus etwas überschaubarer. Deshalb, nein, ich muss wirklich sagen, ich lasse das nicht mehr zu. Nein. Ich lasse das nicht mehr zu, dass die Grünen versuchen, die aktuelle Situation für sich parteipolitisch zu nutzen. Wir arbeiten für die Menschen dieser Region. Aber wir arbeiten nicht nur in Symbolpolitik, sondern wir versuchen wirklich, für die Menschen etwas zu erreichen. Und das unterscheidet uns, meine Damen und Herren, das unterscheidet. Und deshalb, Kollege Al-Wazir, werden wir uns zum Schluss daran messen lassen, ob wir für die Betroffenen etwas erreicht haben. Genau diesen Wettbewerb nehme ich an. Das ist mein Ziel, mein klares Ziel. Kollege Rhein hat es gerade gesagt. Ich habe für uns gesagt, genau wie für die Union, wenn null Nachtflüge möglich sind, werden wir das machen, absolut. Und wir werden alles daran setzen, den Betroffenen in der Region jetzt zu helfen, aber nicht nur mit flammenden Reden, sondern mit kühlem Kopf und Verstand, weil zum Schluss muss hinten was bei rauskommen, und zwar mehr als Wahlkampfauftritte vor Ort von Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lentsch. Ich bitte doch auch bei Zwischenrufen, sich so zu mäßigen, dass wir nicht hier uns gezwungen sehen oder aufgefordert sehen, einzugreifen. Herr Wagner, bitte, Sie haben Gelegenheit für eine kurze Intervention. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich habe mich zu Wort gemeldet, als Herr Kollege Rentsch hier ausgeführt hat, was Rechtssicherheit ist und was nicht Rechtssicherheit ist und was Aufgabe des Gesetzgebers in der Landesregierung ist oder nicht. Herr Rentsch, das Verwaltungsgericht in Kassel hat entschieden, dass Ihre Abwägung, 17 Nachtflüge zuzulassen, rechtswidrig war. Sie haben sich nicht an geltendes Recht gehalten und nicht die Fraktionen im Haus, die hier für ein Nachtflugverbot kämpfen. Sie haben geltendes Recht gebrochen. Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel hat festgestellt, dass Sie Ihr eigenes Versprechen, nämlich eines Nachtflugverbotes, rechtlich hätten halten können. Und jetzt klagen Sie dagegen, Ihr eigenes Versprechen halten zu müssen. Schofeliger, unglaubwürdiger geht es wirklich nicht, Herr Kollege Rentsch. Und dann werfen Sie hier den Fraktionen im Hessischen Landtag, die ganz konkrete Maßnahmen zum Fluglärmschutz vorschlagen, 12 Stück in unserem Antrag vor, das sei irgendwie politisch. Ja, natürlich ist das politisch, wenn man die Lebensverhältnisse der Menschen im Land verbessern will. Was Sie machen, ist Lobbyismus, nämlich nur die Interessen der Flugverkehrswirtschaft zu vertreten. Und Herr Kollege Rentsch,
Was sagen Sie denn zu denen von Ihnen diskreditierten politischen Forderungen des Innenministers Rhein gestern in Frankfurt? Der hat gesagt, er will ein dauerhaftes Nachtflugverbot. Ja super, dann nehmen Sie Revision endlich zurück. Der Innenminister hat gesagt, er will Ruhe von 22 bis 23 Uhr und von 5 bis 6 Uhr. Dann machen Sie es doch endlich, dann folgen Sie doch dem politischen Willen dieses Innenministers. Ist das jetzt die Position der Landesregierung oder ist es nicht die Position der Landesregierung? Das muss doch hier mal geklärt werden, meine Damen und Herren. Der Innenminister hat gestern in Frankfurt erklärt, auch wieder so eine politische Forderung, Herr Rentsch, die Sie ja für ganz unmöglich halten, dass er will, dass laute Flugzeuge dort nicht mehr landen können. Der Innenminister hat erklärt, dass er Betriebsbeschränkungen für die Bahnen will. Eine unglaubliche politische Forderung in Ihren Augen, Herr Rentsch. Aber das hat der Innenminister gesagt und wir wollen heute hier wissen, ist das die Position? Herr Wagner, Sie müssen zum Schluss kommen. Es tut mir leid, ich konnte nicht über Ihre Stimme quasi über Ihr Mikro hinweggehen. Kommen Sie bitte zum Schluss. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir wollen heute hier im Landtag wissen, ist das, was der Innenminister gestern gesagt hat, die Position der Landesregierung oder ist es nicht? Und Sie haben beim Antrag von Bündnis 90 Die Grünen die Gelegenheit, das zu zeigen. Vielen Dank. Herr Rentsch ist schon auf dem Weg. Sie haben Gelegenheit zur Antwort. 2 Minuten. Kollege Wagner, ich glaube, dass die Debatte zeigt, dass ich vorhin in meiner Argumentation nicht Unrecht hatte. Die Position der Landesregierung haben wir in dem Antrag, den wir Ihnen vorgelegt haben, dargelegt. Es ist die Position der Regierung und es ist die Position der beiden Fraktionen. Zum Zweiten, natürlich kann man politische Absichtserklärungen formulieren. Aber man muss auch immer aufpassen, ob das, was man vollmundig verspricht, auch nachher rechtlich möglich ist. Und ich glaube, aber ganz ehrlich, Herr Kollege Wagner, machen Sie es doch mal. Sie haben doch gerade hier ausgeführt, dass Ihr einziges Interesse ist, den Menschen zu helfen. Dann verhalten Sie sich doch auch mal so. Und nehmen Sie doch mal dem OB-Kandidat der Stadt Frankfurt ab, dass er auch das Interesse hat, den betroffenen Menschen vor Ort zu helfen, ohne die wirtschaftliche Grundlage dieser Region in Frage zu stellen. Nehmen Sie das doch auch mal hin. Es unterscheidet sich aber von Ihrer Position. Und deshalb sage ich Ihnen noch mal zur Frage, was 2006 und was im Genehmigungsverfahren passiert ist. Die Genehmigungshürde war sozusagen verpflichtet, aktuelle Rechtsprechung einzupflegen. Und warum hat denn der VGH die Revision zugelassen? Weil er selbst mit seiner Entscheidung rechtliches Neuland betreten hat. Das ist doch die Frage. Und es ist zum Schluss, auch wenn Sie das nicht hören wollen, immer die Frage, wie bekommen die Betroffenen schneller Rechtssicherheit? Was hilft mehr? Und deshalb war damals klar, diese Rechtsfrage muss geklärt werden. Es macht keinen Sinn, wenn das Ganze läuft, wenn ein Dritter letztendlich dagegen vorgeht, wenn das Ganze noch länger verzögert wird. Wir wollen schnell Rechtsklarheit. Ich weiß, dass das nicht immer die einfachste und befriedigendste Antwort ist, die man den Betroffenen geben kann. Da haben Sie sehr viel einfachere Antworten. Das mag Ihre Politik sein, einfache Antworten zu haben. Wir haben sie nicht. Aber nehmen Sie uns ab, dass wir mit vollem Werf daran arbeiten, wirklich betroffenen Menschen zu helfen, ohne ihnen Sand in die Augen zu schauen. Und das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Doch. Und letzter Punkt. Sie kommen bitte auch zum Schluss, Herr Rentsch. Und letzter Punkt, Herr Kollege Wagner. Und der Unterschied zwischen uns beiden ist auch, dass wir in der Verantwortung stehen und nicht nur bunte Bildchen oder Parteitage befüllen müssen, sondern das, was der Wirtschaftsminister und das, was die Landesregierung macht, meine Damen und Herren, muss zum Schluss rechtlich Bestand haben. Und deshalb bin ich dankbar, dass das in so sachlicher Art und Weise gemacht wird und nicht in einer so populistischen Weise, wie Sie es hier machen. Vielen Dank. Applaus